Ich will nicht lange um den heißen Brei rumreden. Das Spiel war super, war einfach große Klasse. Das Ding, das haben wir von vorne bis hinten verdient, also wirklich verdient gewonnen. Schade, dass unser Vogelsammer von seinen vier dicken Chancen nur eine genutzt hat. Und unser Goalgetter Klos, der hat auch eine Riesenchance gehabt, steht alleine vorm Tor, nicht? Und hat den super Torwart angespielt. Nicht? Mehr kann man nicht machen. Das war eine bessere Rückgabe, kann man so sagen. Aber alles in allem, wir haben die drei Punkte. Wir können fröhlich sein, zufrieden sein. Unsere Blauen haben sehr, sehr, sehr gut gespielt und sind auch aufmerksam gewesen. Wenn sie das jetzt gegen Schalke noch auf den Platz bringen, dann werden die Blauen es aber verdammt schwer haben aus dem Ruhrgebiet. Das kann man so sagen. Das will ich auch hoffen, dass das so passiert. Na, wir werden sehen. Und dann haben wir ja noch am Wochenende Kiel vor der Brust. Also es wird eine harte Woche. Also da können die Jungs mal zeigen, was sie wirklich drauf haben. Da wollen wir uns mal gar nicht groß aufregen. Das Spiel, das wurde in der ersten Halbzeit verloren. Und wie immer ist tatsächlich unsere Hintermannschaft. Das ist so ein Gurkenhaufen und das kriegen die einfach nicht raus. Da waren sie nur ein paar Mal, haben sie zu Null gespielt. Jetzt haben sie mal drei Eier reingekriegt innerhalb ein paar Minuten. Das hat gar nicht mal lange gedauert, 16 Minuten nur. Da haben sie drei Tore reingekriegt, das muss man sich mal vorstellen. Na, Ortega war flaschenhaft und die anderen, da wollen wir gar nicht weiter drüber reden. Aber die zweite Hälfte, die war natürlich super. Das war wirklich, das muss man anerkennen, das war absolute Spitze, was sie da gebracht haben. Leider kommt das eine Halbzeit zu spät. Denn das nützte alle nichts, dass sie in der zweiten Halbzeit fast einen Ausgleich geschafft hätten. Das, wie gesagt, das wurde in der ersten Halbzeit alles kaputt gemacht. Und dabei bleibe ich und fertig. Über das verlorene Pokalspiel brauchen wir nun wirklich nicht traurig zu sein. Wir sollten uns mehr auf die Meisterschaft konzentrieren, denn die ist für uns viel, viel, viel wichtiger. Und das meine ich jetzt mit Sonntag Kiel, denn die sind auch nicht ganz ohne. Und wenn wir die putzen, ich glaube, dann haben wir ein schönes, dickes Polster.
Da können wir drauf aufbauen. Das wollen wir mal ins Auge fassen und sonst gar nichts.